Stirb, 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 stirb! Ach nee, der fällt gar nicht. Ja, ist gut. So, schön. Immer drauf auf die Schweine. Oh, da greift jemand von der Seite an. Ist das hinterfotzig oder was? Ich stehe schlecht. Ich stehe ganz schlecht. So. Es ist immer ungut, sich rückwärts durch einen Wald zu bewegen, wenn man vor sich einen Feind hat. Und jetzt werde ich erstmal die Beine in die Hand nehmen. Und dann die ganze Sache von hinten angehen und dann mir die Leute nach und nach so rausseparieren. Wollt ihr zwei? Ja? Wollt ihr tanzen? Ich habe keine Lebenspunkte mehr. Das ist schlecht. Ja, ich sag doch, es ist schlecht. Lass mal meine Waffe liegen. Lass mal meine Waffe liegen. Ja, das ist egal. Nimm ruhig, ist okay. Die Waffe gehört jetzt. Nein! Du Drecksack! Du dreckiges Schiff, ich bekämpfe dich! Ich werde dich totschlagen! Warnenversuch wert. So, schnell laden, ist gut. Ich wollte es ja nur mal probieren. Das war gemein. So, gut. War jetzt irgendwie trottelig von mir, da die zwei ranzulocken, obwohl ich kein Leben mehr hatte. Da hätte ich zumindest mal einen Heiltrank oder sowas nehmen können, so ganz fix zwischendurch. Aber das können wir jetzt alles angehen, ist kein Problem, kein Ding. Wir werden uns jetzt den ersten Buben gleich mal hier mit Pfeil und Bogen rausseparieren. Und dann wollen wir mal schauen, wie der ganze Kram läuft. Wir konnten sie erstmal auf die Rambo-Methode probieren. Jetzt ist die etwas filigranere Variante dran. Wenn das Spiel mitmacht. Wenn das Spiel mitmacht. Danke. Wenn das Spiel mitmacht. Hallo. Ist es denn zu fassen, jedes Mal, wenn ich hier auf Bewegen drücke, dann hackt das Spiel rum. Ja. Hast du es jetzt? Ja? Dankeschön. So, machen wir mal so. Zack, trifft. Komm vorbei, mein Freund. Komm vorbei. Nicht alle. Nicht alle. So viele habe ich gar nicht eingeladen. Zu der Party. Ja, ist gut. Hier, irgendjemand? Ja, mein Freund. Genauso habe ich mir das da vorgestellt. Das ist eine Solo-Party. So, schön. Ja, fuchtel ruhig mit deinem kleinen... mit deiner kleinen Hellebarde hier rum. Ist mir recht. Ist okay. So, haben wir den schon mal? So, und da ist es doch schon... ein ganzes Stück angenehmer hier. Speichern. Und auf zum nächsten Buben. Wir haben gar nichts an Leben verloren, sehe ich gerade. Das ist sehr schön. Hier, Freunde und so. Freunde der Sonne. Kriegst du mich doch noch, genau. Komm her, los, schneller. So. Schild, kein Problem. Ja, hier, alles kein Problem, wenn man sich gegen einen alleine kämpft davon. Totklickern ist alles kein Ding. Zack. Haben wir den. Uns hat keiner gesehen, schade. Wenn es jetzt jemand gesehen hätte, hätten wir uns nämlich das Finishen sparen können für die restlichen Leute. Das wäre mir sehr recht gewesen. Habe ich den hier hinten eigentlich ausgenommen? Nicht, dass wir das vergessen. Wir müssen doch hier die ganzen Sachen von denen verwerten. Wäre doch eine Schandtat, das einfach liegen zu lassen. So. Zack, in den Arsch geschossen. Kommst du vorbei? Ja, nicht alle. Selbes Spiel wie vorhin, ich will nicht gegen alle kämpfen. Und da stecken alle wieder ihre Waffen weg. Hallo, hallo, einer von euch, hallo, hallo, hier, kriegst du mich doch noch, genau. Als ob ich die Waffe wieder weggesteckt, ich bin auch schlau. So, haben wir mal einen Zweihänder, ist auch gut. Ist auch schön, die sind schön langsam. Genauso langsam wie unser Spiel gerade. Eigentlich ist es vollkommen egal, wenn ich gegen einen alleine von der Sorte kämpfe, da ist es wirklich egal, wie der bewaffnet ist. Denn dann kann ich hier unter Dauerschlägen, kann ich den platt machen. Gesundheit, mein Freund Held. So, gehen wir mal hier oben lang. Ja. Bist du denn Anok? Nee, Anok sitzt da hinten, okay. Hier, ich stehe vor dir, komm an. So. Kleiner Rebell, dein Ableben ist nah. Autsch.
Böser Baum, er hat mich behindert. Und stirb. Und damit kann die Party steigen. Oh, jetzt kommen sie alle. So ein Ärger. Lalala, ich will etwas vom Spiel haben. Ah, schlecht. Hat er mich doch getroffen. Ja, ich gehe, ich gehe, ich gehe ja schon, Mensch. Insofern ihr mich lasst. So, schauen wir mal hier vorbei. Will euch denn jemand von den Rebellen hier aus dem Lager helfen? Nein. Ach, die sind ja alle tot. Na, sowas aber auch. Welcher Teufel hat sich denn darum gekümmert? Hm, ach, das war ja ich. Ja, meine Freunde, da müsst ihr oben aufpassen, ne? So, stopfen wir uns mal fix was hier rein. Komm, friss. Reicht zu. Ja, ist jetzt egal. Müssen wir jetzt nicht um jeden Lebenspunkt kämpfen. Wir räumen die jetzt sowieso weg da oben. Noch so einen kleinen Eisenhalm eingesteckt. Jetzt hat er einen dicken Eisenhalm in der Hose. Sehr schön. So, und dann können wir weiterkämpfen. Ja, nö, nix da. Kannst du vergessen. Hier, komm mal so irgendwie an hier. Ich kämpfe nicht mit dir, wenn du den blöden Bogen in der Hand hast. So, schon besser. Ah, jetzt kommen die wieder alle. Bleib stehen. So, hätten wir den schon mal. Kämpf, 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 kämpf. Ach, dann mach ich's halt. Komm. Ich schlag dir tot. So. Schön. Nochmal fix hier einsammeln alles. Das ist gut, dass sie so viele Eintöpfe haben. Ich mag die Eintöpfe. Denn die heilen ja schön. Das ist ja gut mit 40%. Also da kann man nichts sagen, ne? Ich finde das sowieso schön, dass die Heilsachen hier, dass die in Abhängigkeit zur maximalen Lebenspunktezahl heilen. Also dass die in Prozentzahlen heilen und nicht mit absoluten Lebenspunktewerten. Denn das finde ich nervig in den meisten Rollenspielen, wenn man sich viele Lebenspunkte aneignet. Ja, komm, fick dich doch. Dass man dann... Hallo? Wenn man sich viele Lebenspunkte aneignet, dass man dann teilweise ganz schöne Probleme hat, sich zu heilen einfach. Ist er denn jetzt tot? Das klang jetzt nicht so irgendwie. So, jetzt ist Anok dran. Stirb, mein Freund, stirb! So, kommt noch einer? Ach Mensch, du sollst nicht den Rebell töten, du sollst Anok töten. Verdammt. Ja, komm, fick dich. Lalala. Ist der Letzte? Sieht bald so aus, oder? Das solltest du nicht tun. Du solltest einfach gleichmäßig weiterschlagen. So schön. Da hat's durch die Gegend gefetzt hier. Der ist auf jeden Fall tot. So, da gucken wir mal bei Anok nach. Der lebt auf jeden Fall noch. So, stirb! Scheiße, tut das. Ach Mensch, ist es denn euer Ernst? Komm hier. Dann nochmal. Und jetzt finde dein Ableben, der Herr. Tada! Ruf bei den Orks plus 7. Ist das geil oder was? Wir haben schon einen Ruf von 19 bei den Orks. So gefällt mir das. So, da sacken wir mal den ganzen Kladderadatsch ein hier. Nehmen noch fix die kleinen Eintöpfe von Anok mit. So, da haben wir nämlich die Sklaven, die Rebellen hier beseitigt. So gefällt mir das doch. So schwer. Die kriegen wir noch nicht auf, aber die kriegen wir auf. Genau, schön. Was ist das eigentlich? Ausdauertränke sind das, okay. Ich würde sagen, wir schlafen noch mal kurz eine Runde, bis zum Nachmittag. Ja, bis zum Abend, ist mir egal, das passt schon. So, dann können wir eigentlich mal teleportieren, würde ich sagen. Wir müssen ja jetzt nicht den ganzen Weg laufen, ich meine, wir haben ja einen Teleportstein. Nach, genau hier nach Silden. Schön. Und plopp, schlagen wir in Silden auf. Ja, nee, du sollst nicht die Waffe ziehen. So. Ab nach Nordmar geht's dort, okay. Ja, dann gehen wir auch mal gleich wieder. Denn wir müssen ja noch was erledigen. Wir müssen aber in die Richtung. Das ist nicht der richtige Ausgang. Vielleicht ist es der richtige Ausgang, aber nicht der richtige Weg danach. Wir müssen nämlich hier lang. So, wir müssen ja noch hoch zum Jägerlager. Und denen die 1500 Goldstücke vorbeibringen. Insofern uns die Frames lassen. Ach, ist das ätzend.
Ja, aber schön, dass wir jetzt so viel hier in Silden geschafft haben. Da sind wir quasi mit der Stadt auch durch. Gut, jetzt hier jetzt wieder flüssig. Da ist das nächste Ziel, das wir angehen können, Geldern. Was ja auf dem Weg nach Süden liegt. Und in Geldern steigt die große Schamanenparty. Und dort werden wir auch einen alten Bekannten aus Gothic 1 und 2 wieder treffen. Tatsächlich, ja, so wird das sein. Alle Leute, die schon mal Gothic 3 gespielt haben, wissen, wen ich meine, vermutlich. Alle, die es noch nicht gespielt haben, hallo kleine Bisonherde. Ja, wie gesagt, also Bisons kämpft immer das ganze Herdendingens hier, die ganze Herde mit einem. Ne? Also wenn ich jetzt einen angreifen würde, hätte ich die Arschkarte gezogen. Ja, also alle, die schon mal Gothic 3 gespielt haben, wissen, wen ich meine. Wer noch nicht Gothic 3 gespielt hat, der darf sich überraschen lassen, wen wir dort wieder treffen. Auf jeden Fall sieht er nicht mehr so aus, wie man das gewohnt ist. So, jetzt haben wir schon mal Brams Hütte gefunden. Das ist aber nicht die, zu der ich will. Wir müssen noch den Hügel hoch, glaube ich. Schauen wir mal. Irgendwo hier oben wird das schon sein. Hier sieht doch echt alles gleich aus. Ich hasse das. Ach, nee. Ist da eine Hütte gewesen? Ich brauche eine höhere Sichtweite. Das wäre so geil. Ja, da ist eine Hütte. Das wird sie wohl sein. Wie viele Bisons haben wir hier? Oh, 5, okay. Nee, mit denen lege ich mich nicht an. Das sind mir zu viele. Und das ist natürlich die falsche Hütte. Ist doch klar. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann bedienen wir uns auch gleich mal. Zu schwer. So, ja, wo müssen wir denn hin, um zu dieser blöden Hütte zu kommen, Mensch? Da drüben, da drüben. Haha. Ist immer schön, wenn man die Hütten so gerade so mal ganz kurz einen kleinen Moment lang sieht und dann sind sie wieder weg. Aber wir haben es gefunden, da ist es. Das sollte die richtige Hütte sein, hier ist mehr als bloß einer. Genau, Pavel ist hier, da sind wir richtig. Wir wollten noch die, ja genau, die Akrobatik lernen, wollen wir das jetzt machen? Ach komm. Ich will Akrobatik lernen. Körperbeherrschung ist eine feine Sache. Ja? Damit kannst du einen Sturz aus großer Höhe sicher überstehen. Aber denk daran, du bist nicht unsterblich. Aber sowas ähnliches. So, haben wir keine Lernpunkte mehr, aber dafür sind wir jetzt sehr akrobatisch. Das finde ich gut, das finde ich gut. Und ich habe es wieder nicht geschafft, meine Punkte fürs Jagdgeschick auszugeben. So, ich soll doch aber hier oben das Gold vorbeibringen eigentlich, oder? Dem Jäger Lukian, okay. Wo ist der? Lukian, wo bist du? Ach, hier drin. Alles klar. Gut. Frage geklärt. Hier ist das Gold. Ich habe eure Fellkisten bei Gives abgegeben. Prima. Du bist zu was zu gebrauchen. Und jetzt gib mir das Gold von Gives. Na klar. Hier hast du volle 1500 Goldmünzen. Ein ehrlicher Mann. Was sagt man dazu? Hier bekommst du deinen Anteil. Ich will ja meine Rufpunkte sammeln. Scheißen wir auf das Gold, das ist egal. Der Ruf ist mir wichtiger. Ich bin ja ein ehrlicher Mann, ich arbeite hier hart und will dann auch den entsprechenden Ruf dafür haben. So, was jetzt haben wir noch irgendwas in Silden? Wir müssen noch die Sklaven töten. Mann, wo sind die denn? Ja, die Geschäfte waren schlecht. Sind die in die Berge geflohen? Die haben wir doch aber schon platt gemacht. Ja, weißt du nicht, töte sie alle 5. Hab ich doch gemacht. Egal, wir gehen jetzt nach Silden zurück. Kurz gucken, da lang geht's nach Silden. Und dann werden wir uns in Richtung Süden begeben und mal schauen, ob wir irgendjemanden antreffen, wenn wir in Richtung Süden gehen. Und wenn nicht, gehen wir einfach nach Geldern weiter, dann ist mir das egal. Huch. Und in Silden müssen wir noch kurz bei Umbrak vorbeischauen. Der wird ja sicherlich irgendeine Belohnung für uns haben, weil wir Anok platt gemacht haben. Vorher nehmen wir aber noch das Snapperkraut mit. Herrscherkraut. Die sehen doch alle gleich aus, ist egal. Das Einzige, was ich mittlerweile zweifelsfrei identifizieren kann, sind die Steinwurzeln.